Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Danny Röp und ich begrüße euch Verwirrend. zurück zu Let's Wasser ist es nicht Play. dorthin gekommen. Fallout 4. In der letzten Folge haben wir die Roboter. Oh Wer? Gott. War schon wieder, ehrlich? Ja, letzte Folge haben wir für die Roboter hier die ganzen Missionen gemacht, weil wir auf deren Seite sind und ich habe keinen Bock auf die Raider. Nee, tut mir leid. Hier geblieben. Gerade mal zufällig rauf und runter. Ich habe jetzt auch meine ganzen. Hallo? Meine ganzen Red Away und Red X aus dem. Nicht dorthin gekommen. Hyper. Hey! Was soll der Mist? Oh mein Gott! Ah. Was mich echt nur die hier erledigen. Captain. Der Erfolg dieser über viele Jahre vorbereiteten Aufgabe hängt von den Turbopumpenkugellagern ab. Der Ja. Erfolg dieser über viele Jahre vorbereiteten Aufgabe hängt von den Turbopumpenkugellagern ab. Sagt er mir wieder, ich soll hier irgendwo reingehen oder was? Ich habe die übrigens nicht im Inventar gefunden, also. Ja, keine Ahnung, was das soll. Ist nicht unter Diverses, unter Schrott. Ich habe jetzt kurz noch meine Rüstung und so aufgebaut. Ich hoffe natürlich, ich habe dabei nicht das Ding irgendwie weggeballert. Es Glaube ich ist ja meine nicht. Ehre, auf einem solch sagenumwobenen Schiff zu dienen. Danach ist es die funktionswichtige Pumpe. Ja. Okay. Ist ja echt noch nicht irgendwas. Lange keine Wackelpuppe mehr gefunden. Müssen wir ändern. So. Haben wir es jetzt? Will die Mission zu Ende bringen. War ja ehrlich gesagt auf dem Weg auf eine vollkommen andere Mission, glaube ich, ne? Habe mich hier voll sidetracken lassen, schon wieder. Also ja. Zu Wasser ist Boah, das nicht Piper, ehrlich, dorthin ich schick gekommen. dich gleich nach Hause. So Wenn ich hätten vorher sich gleich weg unerwünschte sind. Gäste auch vom Leib. Was? Was? Hey. Ich will keinen Ärger. Hier gibt's genug Schrott für uns beide. Hier fangen. Warum sind die jetzt hier? Oh. Weniger Energie am Steuerbord, Bug. Sie läuft schön ruhig, Mr. Navigator. Wenn uns das Glück heute ist, legen wir ab. Dank unseres Helden. Sie haben sich einen doppelten Anteil verdient, Sir. Gut gemacht. Danke. Segel setzen? Am Tag vor unserer Fahrt sind Geheimnisse nicht länger notwendig. Wir zünden die beiden NX-42-Raketen und lassen uns von ihnen von diesem fürchterlich langweiligen Ort wegtragen. Die Constitution wird in den Himmel schießen und sanft im Ozean landen. Dann sind wir endlich Sanft. wieder die rechtmäßigen Verteidiger des Atlantiks. Was für ein Plan. Ziemlich brillant, nicht wahr? Mr. Navigator, prüfen Sie, ob es funktionstüchtig ist. Wir müssen diese Köter bereit machen für Breitseite. Verteidigen Sie die Constitution bis zum letzten Atemzug. Wenn ich mich nicht täusche, der Übeltäter ist gefunden. Och Mann. Ihr schießt mit Raketenwerfer. Super. Och Mann. Falsches Ding, ey. Bitch, please.
Ja, das Umwelt, ihr seid alle hier unten. Wie soll ich euch denn da treffen? Boah, ihr seid echt. Ich echt mit den meisten Schüssen die treffen, ey. Hey, hört auf, immer da runter zu laufen. Was? Also wieder voller AP, ne? Rüstung verbessert, voller AP, Level 26. Ich werde immer noch mit einem Schlag weggehauen. Ist doch einfach nicht wahr. Boah. Wenn wir noch lange hier bleiben, haben wir bald deutlich mehr Gliedmassen und weniger Haare. Captain Ironsides. Weniger Energie am Start. Sie läuft schön. Wenn uns das Glück heute ist, liegen. Okay. Siegel setzen? Am Tag vor uns. Wir zünden die beiden NX2. Die Constitution wird. Was für ein Plan. Ziemlich brillant. Mr. Navigator, diese Köter bereit machen für Breitseite. So, da hinten ballert jemand mit einem Raketenwerfer, da ganz hinten. Raketenwerfer, ehrlich, ein ganz normaler Raketenwerfer. Oh, schon Falk. Für die Rüstung wieder an. Mandy, was? Hab dich doch gerade. Du hast einen Fehler gemacht. Jetzt büßt du dafür. Was ist das? Was ist das? Wow, was? Habe ich eine Menge getroffen, habe ich das Gefühl. Was? Boah, ich habe aus Versehen einen von denen getroffen, ne? Mich doch. Ey, manchmal. Weiß ich echt nicht, was ich hier machen soll. Das Spiel verarscht mich manchmal. Boah, du willst echt jetzt reden? Vor allem die Kamera, die dreht sich dann auch noch dahin. Hab die Spur verloren. Was ist das? Oh, ein Raketenwerfer. Boah. Alter. Gut. Legen wir los. Weißt du, ihr könnt aber den Lifter benutzen, ne? Oh. Mach den auch fertig. Oh Mann. Kann ich nicht Raketen wieder benutzen? Ich hab den echt aktiviert. Aber der fällt gleich.
Was zum? Hä? Wir haben auf unserer Seite, was? Ja, du fällst als nächstes. So. Erstmal machen wir die hier alle platt. Jetzt einfach hier reinlaufen. Okay, unten sterben noch ein paar. Kann ich die von hier aus neu erledigen? Weil sie jetzt alle reingegangen, ne? Jetzt wird es natürlich wieder heftig, weil jetzt sind die wieder viel näher und jetzt können die mich alle locker treffen und mich mit einem Schlag wegfegen. Aber hier drin sind der Roboter überall, genau. Der eine Plünderer, der uns hier hilft. Seid ihr alle? Swag. Swag. Achtung, Lager auf! Gegner nähern sich! Swag. Oh, du, geh mal bloß weg. Und zack. Boah, war voll die Jojo-Pose. Hey. Einer. Wieder einfach da voll reinläuft, ne? Eine Menge. Nein, ein Protektron. Warte, ich kann doch von da gerade. Und tschüss. Ja, oh ne, nicht schon wieder so einer. Irgendwie ist der mysteriöse Fremde noch lange nicht mehr aufgetaucht, ne? Ja, wo geht der hin? Noch ein Forscherkammer. Was zum? Ja, dann bleib doch mal hier. Renn hier, nimm mal da hoch.
Ja, voll schwachsinnig. Oh Mann. Ja, noch mehr Gegner, hallo. Ich gerade selber in der Luft gejagt. Na, was hat die? Sind immer noch welche, leck mich. Piper. Ich will nur sagen, warum ich den nicht treffe. Ich treffe den. Boah. So, ich habe jetzt auch Bock, nochmal den ganzen Kampf zu machen. So, Alter, nicht, ey. Also, ich sehe den doch und kann ihn nicht treffen. Ja, dreckiger Watt. So haben wir das auch erledigt. Meine Güte, da war schon wieder ein Tanz. Bin ich mal gespannt, wie wir mit dem Schwimmen hier machen wollen. Genauso eine verblödete Idee, ne? Passt doch genau zu mir. Verwirrend, zu was? Oh, schon wieder gegen das. Dorthin gekommen. Hält man sich unerwünschte Gäste auch vom Leib? Captain Ironsides. Die Enterer wurden zurückgedrängt. Bereiten Sie den Start des Schiffs vor. Ich gehe. Ziehst du das jetzt wirklich durch? Bald werden sich die Plünderer erneut gruppieren. Nun heißt es jetzt oder nie. Wir brauchen Energie vom Hilfsgenerator, um unsere Reise zu starten. Ich fürchte, ich muss Sie ein letztes Mal um etwas bitten. Ist so gut wie erledigt. Ich bewundere Ihren Schneid. Hier ist Ihre wahrhaftig verdiente Belohnung. Viel Erfolg, Sir. Breitseite heißt das denn? Oh, geil. Ach, kann ich da, damit kann ich Kanonenkugeln abschießen. Cool. Geil. Fast so stark wie ein Dingens, ey. Cool. Allein deswegen, da hätte ich bestimmt nicht bekommen, wenn ich den einen Typen geholfen hätte. Cool. Jetzt kann ich Kanonenkugeln abschießen. Wie geil ist das denn? Nur Kanonenkugeln findet man nicht so oft. Das ist ein bisschen doof. Okay. Ich glaube nicht, ob das wie in New Vegas sein wird. Da muss man ja auch so Raketen... Muss man irgendwie so Raketen abschießen? Dann hat man irgendwie so den Start beobachtet. Wird das irgendwie hier auch so funktionieren? Wenn man einfach nur sieht, wie das Ding hier wegfliegt oder so. Wahrscheinlich explodiert. Mal gucken. Mal gucken, wie das aussieht. Die sprengen sich wahrscheinlich jetzt volle Möhre in die Luft. Entweder das oder das Ding landet wirklich irgendwo im Wasser. Das wäre irgendwie geil. Aber naja. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich habe den Breitseiter bekommen, das ist auch gut. Eigentlich sogar verbessern kann anscheinend. Verwirrend. Zu Wasser ist das Piper. Nicht dorthin. Warum sagt er mir, ich soll nach oben?
Der hat mir doch gerade gesagt, ich soll nach unten. Ich muss meinen eigenen Generator hier einschalten, den ich schon mal gefunden habe. Das kleine Ding. Okay. Wollen wir mal sehen, ob das was bringt. Also das kleine Ding hier. Ach da, okay. Na gut, mal gucken. Halt mal, da will ich mal so speichern. Das hat's bestimmt so in sich. Bin ich mal gespannt, was hier passiert. Und was? Funktioniert echt. Na, heben sie einfach ab. Da ist ein Turm. Pass auf den Turm auf. Nicht gegen den Turm. Ich kann ihn nicht hören, aber ich kann ihn hören, aber ich kann ihn nicht verstehen. Das war bestimmt so amüsant. Ey, jetzt sind die von da bis zu dem Kackturm da hoch. Boah, kann ich da noch mal irgendwie? Boah, da war schon wieder so eine. Haben wir schon gedacht, hat irgend so ein Mist passiert. Oh Gott. Ja. Komme ich hier runter, ohne Schaden zu bekommen? Ja, das hat ja wunderbar funktioniert. Ich darf jetzt irgendwelche Wege hier geöffnet haben, wo ich hin kann. Sehr schön. Ich glaube aber nicht, ne? Sollen wir da als nächstes hin und gucken, wie es denn jetzt geht, falls wir überhaupt hin können. Kann ich darüber springen? Ja, ich würde sagen, die Mission hat wunderbar funktioniert. War bestimmt die amüsantere Entscheidung, als wenn wir gegen die für die Dings gewesen wären, für die Plünderer. Ich bin mir jetzt schon mal sicher. Und ja. Müssen wir sogar nicht irgendwie in der Nähe hin? Wir müssen hier, wir müssen dahin. Okay, den Briefkasten. Gut. Die haben dich hier gelassen. Und ich kann nicht mit dir reden. Na gut, dann gehen wir mal weiter von unseren Reisen. Hatten ein sehr komisches Abenteuer hier wieder. Mit ein paar sehr verrückten Leuten. Robotern. Und jetzt gehen wir wieder weiter unsere Wege. Machen wir jetzt die Mission für die Railroad, die wir schon seit Ewigkeiten haben.
Ihr sagt mir nicht, dort ist da oben, aber ihr seid nicht, ne? Okay. Oh. Stoppt uns Hodewand. Keine Ahnung mehr, wer das ist und was für eine Beziehung wir hier machen. Schon wieder so lange her, deswegen machen wir es ja. Wo muss ich jetzt hin? Was? Boah. Irgendwie bei der Aufnahme weniger aufgepasst. Wegen Meyerlurk. Nee. Wow, hey. Wir sehen aus wie das Washington Monument aus Fallout 3. So, Stockton. Und noch gerne hier vorbei. Muss da rein sogar, okay. Sieht sogar sicher aus da drin, also warum nicht? Na, lass mich da rein. Da. Überhaupt nicht auffällig hier aus. Alle Wege und Gerüchte führen nach Bunker Hill. Okay. Sieht aber aus, als würde jemand wohnen. Hi, na? Ja, was? Hallo, ich bin Meg. Bist du neu in Bunker Hill? Für 10 Kronkorken kann ich dich rumführen. Niemand kennt den Ort so gut wie ich. Klar, ich mach die Tour. Zuerst die Bezahlung. Danke. Der Markt ist da hinten, die Bar an der Ecke und die Toilette ist da an der Wand. Tschüss. Abzocke. Brisker. Oder junge Mädchen, ich hab keine Ahnung. Kann ich es auf den ersten Blick nicht erkennen. Hi, was geht? Na, dir muss ich reden. Hast du viel zu tragen? Ich kaufe und verkaufe alles, was das Herz begehrt. Ich glaube nicht, ob ich was verkaufen kann. Schau mal, was du hast. Du findest bestimmt was. Was hast du denn? Depp, Freund des Ödländers. Ursacht 50% mehr Körperteilschaden. Wert 1500. Black Ops Brustteil. Boah, was? Zerstörer, linke. Guckt euch mal den. Da ist nur ein Brustteil? Das ist auch genau das, was ich gebrauchen könnte. Warte mal, lass mich mal kurz. Wohl gucken, machen wir das in der nächsten Folge. Während das mal in dem Part. Aus, dass uns hier drin jemand stören wird. Und wir sehen uns dann, hi, in Ghoul. In der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Hey, bin gleich wieder.